Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Oh, Fear Not This Night. Was für ein schönes Lied. Ach ja, ein stimmungsvoller Streambeginn auf jeden Fall. In meinem Fall hier müsste ich hier bei den ganzen Zelda Games, müsste ich wahrscheinlich hier mit meiner Löcherkrankheit, müsste ich wahrscheinlich singen sowas wie Fear not this hole, you will fall in there anyway oder sowas. Hallöchen Pateko, hi, schön, dass du da bist. Ich bin ja mal gespannt, wer heute noch alles da ist, aber Pateko, ich habe diesmal hier aufgepasst und wenn das stimmt und du kannst mich da gerne korrigieren, dürfte unser Loch-Counter auf 64 stehen und ja. Da haben wir es im letzten Stream, ist ganz gut gelaufen, sind wir insgesamt nur 5 Mal in Löcher gefallen. Wir hatten ja 59 im Stream davor, also waren wir dann stehen geblieben und ja, jetzt sind wir bei 64. Oh, und GE Markus, hallo, freut mich, dass du reinschaust, ist jetzt schon im zweiten fortlaufenden Monat, hat also jetzt den dritten Monat Sub gestartet und vielen, vielen Dank dafür. Damit hast du jetzt auch das 3-Monats-Abzeichen bekommen. Ich habe ja vor einiger Zeit die Symbole überarbeitet und eigentlich kann ich die gerade mal aufmachen, dann könnt ihr die mal sehen. Moment, ich mache das hier mal, während die Musik noch ein bisschen im Hintergrund läuft. Aber auf jeden Fall hast du jetzt eine schöne violette Flamme und Pateko hat die blaue Flamme. Das ist das 2 Monate Abzeichen. Das heißt, Pateko, je nachdem, wie du weiter subst oder auch nicht, wird dann irgendwann auch bei dir die Flamme lila. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal. Mal schauen. Weil ich weiß es jetzt gerade echt selber nicht auswendig, wie die eigentlich gerade alle so aussehen. So, das sind dann die Sub-Badges. Genau. Yes, genau. Und dann hatte ich sie bloß noch in der richtigen Auflösung hochgeladen. Aber so sehen die jetzt aus. Moment. Ich glaube, ich kann euch das gerade mal... Ich mache das mal hier auf dem. Und mache hier mal eine Bildschirmaufnahme dazu. Genau. Light lila. Genau. So. Genau, jetzt kann ich die hier mal gerade noch... so weit runterpacken, dass das wieder alles hier richtig ist. So, genau, das ist mein Ordner und da seht ihr die Flammen jeweils auch mit den Monaten. Es geht los mit der grünen, dann kommt nach 2 Monaten die blaue, 3 Monate lila. Ab dem halben Jahr gibt es Bronze, ab dem 9. Monat Silber. Das Jahr voll ist dann die goldene Flamme. Und sobald man über ein Jahr ist, beziehungsweise dann ab 18, das sind dann 1,5 Jahre, da gibt es dann so einen Glow, den ich hier gemacht habe. Und dann mit 2 Jahren den Glow und mit 30 dann den. Genau, so, so sieht das momentan aus. So, ja, einfach mal hier die Flammen. Aber danke, ja, Markus, hast du mich jetzt gerade drauf gebracht und freut mich, wie gesagt, dass du reinschaust. Wie geht's so? Ja, keine Ahnung, ob bei mir da... Jetzt ist das Lied gerade vorbei. Das ist, glaube ich, ganz passend. Dann machen wir hier mal die Musik jetzt. Macht man hier jetzt mal aus. So, mit 18 bekommt man den Glow-Up. Ja, sehr gut, genau. Dann ist man kein Grow-Up, sondern der Glow-Up. Das finde ich gut. Sehr kreativ, Pateko. Aber... Wortspiele liegen dir ja auch. Das hat sich schon mehrfach gezeigt. Ja, wie geht's? Keine Ahnung, ob man mir das heute so ansieht. Ich bin müde. Die letzte Nacht war jetzt wieder für Marlies und mich eine eher kurze Nacht. Und ja, wir hoffen sehr, dass wir jetzt, diese Nacht, die jetzt kommt, dass wir da sehr gut schlafen werden. Denn dann ist ja schon der 31. Und wir werden ja morgen um 20 Uhr dann unseren gemeinsamen Silvester-Livestream starten, der dann heute hier, ja, also der dann hier auf diesem Kanal laufen wird. Ich habe da heute auch einen Trailer für gemacht, eingesprochen und zusammengeschnitten.
Und eigentlich können wir uns den auch gerade noch angucken, ne? Für den Fall, dass ihr den noch nicht gesehen habt. Es ist nur eine Minute lang. Ja, ist eigentlich auch ein guter Streamstart, finde ich. Augenblick. Augenblick, dann sorge ich dafür, dass ihr den auch nochmal, dass ihr den auch nochmal sehen könnt. Es ist so. Tü und zack. Und dann wieder hier auf den Screen und hier. Und ich lasse jetzt mal gerade die Kamera und den Chat hier dran. Und genau. Dann wisst ihr schon mal Bescheid, was euch morgen dann Schönes erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf und Marlies auch. Wir freuen uns wirklich sehr und ich glaube, das wird echt schön. Und mal gucken, wer dann alles mit dabei ist. Und jetzt, ja, 1 Minute 20, machen wir es mal kurz an. Dann hört ihr den, ja, dann habt ihr den auch noch gesehen. Hallöchen, Leute. Es ist mal wieder soweit. Der Jahreswechsel steht vor der Tür und ich möchte euch schon jetzt einen richtig guten Rutsch und ein fantastisches 2022 wünschen. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr dieses Silvester wieder gemeinsam mit Marlies und mir im Livestream feiern. Morgen am 31.12. geht es um 20 Uhr auf twitch.tv/lightcatcher los und dann möchten wir mit euch das alte Jahr verabschieden, über unsere und eure Erlebnisse sprechen, natürlich auch anstoßen und vor allem gemeinsam eine tolle Zeit verbringen. Egal, ob ihr dieses Silvester für euch seid, in einer kleinen oder großen Runde feiert. Ihr alle seid herzlich eingeladen, bei uns in den Stream zu schalten und wir freuen uns, mit euch ins neue Jahr zu gehen. Also, Freitag, der 31.12. ab 20 Uhr, live und mit Open End auf twitch.tv/lightcatcher. Ja! Das ist er, der Trailer. Und Markus hat es sehr richtig erkannt mit Mario Kart Musik. Genau, die hat einfach so gut gepasst. Ich mache das eigentlich immer total gerne bei meinen Ankündigungstrailern, dass ich mir immer irgendwie etwas musikalisch Passendes suche und dann auch mein Voice-Over halt so time, dass das auch irgendwie mit der Musik harmoniert. Das macht mir immer sehr viel Spaß. So, ja. Und Link's Awakening. Jetzt habe ich hier schon mal die Elgato offen. Ich werde das jetzt hier gerade nochmal final anpassen. Moment. Nice. Das sieht gut aus. Ja, das sieht auch gut aus. Dann sorge ich dafür, dass ich das jetzt auch noch sehen kann. Bam. Und jetzt kann es losgehen. Loki, hallo. Guten Abend auch dir. Freut mich, dass du reinschaust. Hallo. Nice, nice, nice. Ja, und was werden wir heute machen in Link's Awakening? Also wie gesagt, unser Loch-Counter steht auf 64 und ich bin immer noch unschlüssig, was die, Boris Dungeon Challenges angeht. Ich denke schon, dass wir die wenigstens für das Herzteil machen. Ja. Ja, eigentlich schon. Aber vorher würde ich tatsächlich mit euch in den achten Dungeon gehen. Wir können ja dann, bevor es ins Windfischei geht, können wir ja, ja. Aber voll gut. Wir haben richtig viel gesammelt und wir sind immer noch Detlef unterwegs. Deathless, kein einziger Tod bisher. Das ist, fantastisch. Absolut großartig. Richtig, richtig gut. Und ja, Markus hatte ja vorhin gefragt, wie es geht. Und wie gesagt, ich habe erzählt, heute irgendwie sehr müde und hoffentlich in der nächsten Nacht wäre wieder ein bisschen erholter dann. Aber wie geht's euch, Pateko, Markus, Loki? Ich will hier ja nicht der Einzige sein, der die Frage beantwortet. Und mich interessiert es natürlich auch, was so bei euch los ist. Also, erzählt ruhig mal.
Man hat hier voll die schöne Aussicht irgendwie eigentlich, ne? Jetzt wäre es voll geil, wenn man so die Kamera richtig drehen könnte. Aber dieser tiefenscharfe Effekt, so, das ist schon... Das ist schon schön. Link's Awakening ist, also das Remake, ist ein echt, echt hübsches Game. Genau, so, sehr spannend übrigens. Also unser Gockel ist ja weg. Und ich kann euch das gerade mal zeigen, wenn wir jetzt hier reingehen. Dann... Wow. 65. So, dann werden wir gleich an den Punkt kommen, wo es schwierig wird. Genau. So, also hier wären wir jetzt... genau, hier hätten wir uns jetzt nicht runterschmeißen können. Oh, hier ist übrigens, by the way... Das ist ja... Und jetzt kann ich es nicht ausbuddeln, ne? Hier wäre ein... Hier wäre ein Teleporter. Den würde ich eigentlich natürlich schon noch gerne freigraben. Damit er einfach... Boah, wie umständlich. Wir haben die Schaufel eingetauscht gegen den Bumerang. Okay. Mein mehr oder weniger 100% Gefühl sagt mir, dass ich das machen muss. Deswegen werden wir die Teleporter, die Muscheln haben wir jetzt ja hier mit der Raute markiert. Und die Herzen mit den Herzen. Und dann ist ein Teleporter rund. Ein Teleporter ist ein Kreis. So. Naja, so. Auf jeden Fall geht es mir darum, dass wir jetzt hier gleich an ein Problem kommen. So, hier können wir jetzt nicht mehr weiter. Und unser Gockel kann uns hier nicht fliegen. Schatzi, hallo, ich lurke auch ein bisschen mit. Ja, hallo Schatzi. Hab gerade eben schon auf unseren Stream morgen gehypt. Und ja, ich freue mich. Wir werden schon nicht wegklappen. Ja, also ihr seht, hier ist auf jeden Fall ein kleines Sackgassenproblem. Und das wird aber an der anderen Stelle auch nicht unbedingt... besser sein, glaube ich. Denn wie gesagt, der Spruch, den wir gekriegt haben, als wir die Adlerfestung erledigt hatten. Genau, hier können wir... Ah ja, hier können wir uns natürlich sehr tief fallen lassen. Das wäre ein Weg raus. Aber hier können wir auch nochmal gucken. Genau, jetzt sind wir nämlich tatsächlich auf der anderen Seite von dem... Genau, jetzt sind wir hier waren wir gerade eben vorhin. Aber das hilft uns, wenn wir jetzt regulär irgendwie... Oh, okay, 66. Und alles nur für so dumm hier irgendwas zeigen. Ja, also hier haben wir uns jetzt auf jeden Fall, genau, wenn man hier runterspringt, das wollte ich zeigen, dann könnte man jetzt denken, so man hat sich jetzt, festgebackt. Aber tatsächlich haben wir es nicht. Oha, was schon, 66, ja, Schuh, Hallöchen, Schuh. Freut mich, dich auch, wieder zu sehen. Und jetzt sind wir hier. Und hier könnten wir jetzt zurückgehen. Aber wir können uns jetzt einfach mal auch in das Loch hier schmeißen. Dann landen wir in der Höhle da unten. Aber da waren wir auch schon. So oder so. Porten uns. Wo porten wir uns denn hin? Ach ja. Ich lasse hier gerade mal den Chat entscheiden. Wir waren jetzt sehr, sehr mächtig unterwegs mit dem kräftigen Schwert, mit der roten Rüstung. Wollen wir jetzt für den Abschluss ein ausgewogenes Play haben mit besserer Verteidigung und halt besserer Kraft. Die Kraft wird dann ein bisschen reduziert, aber dafür geht das in die Verteidigung. Das heißt, wir würden die rote Rüstung ersetzen durch die blaue.
Das können wir so machen. Und ich würde einfach mal gerade ganz offen in den Chat fragen, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer möchte, dass wir im High-Power-Mode bleiben oder wer möchte, dass das Ganze ein bisschen ausgeglichen ist? So oder so dürften wir in beiden Varianten das Spiel jetzt noch sehr gut abschließen können. In diesem und vielleicht auch noch im nächsten Stream. Ich denke, es werden wirklich wahrscheinlich bloß noch zwei Streams sein, weil den achten Dungeon schaffen wir heute ohne Probleme. Und ja. Pateko ist für den High-Power-Mode. Ja, ich finde auch die rote Rüstung auch noch mal ein bisschen schöner als die blaue. Also das kann ich offen so sagen. Blau ist eine schöne Farbe, aber Leiti und mir leben. Im Loch ist man doch so oder so, so tot. Genau. Auch Markus ist für den High-Power-Mode. Okay, wir bleiben bei der roten Rüstung. Damit ist auch das beschlossene Sache. Dann würde ich sagen, lass uns mal zurück ins Möwendorf. Und gucken wir doch mal, was wir da gerade noch so Feines haben. Marin ist jetzt ja schon seit längerem verschollen, aber das werden wir dann auch noch rausfinden. Oh ja, und wir kämpfen. Oh mein Gott, wir haben ja immer noch Nintendo, The Power of M. Ja, genau. Wie sieht es denn aus? Er hat immer noch diesen arschteuren Kammerstein. Können wir uns jetzt nicht leisten, ne? Leute, ne, das kann heute in diesem Stream übrigens häufiger passieren. Wie ich vorhin schon zu Malis gesagt habe, nach müde kommt doof und... ja. Ist aber ganz witzig. Ich find's auch schön, heute zu streamen. So. Kronkiminate hat... Oh, hallo, die... Oh Gott. Die Piranha-Pflanze. Die ist halt so hoch. Oh mein Gott. Das wird das... Oh, oh Mann. Ja, das ist halt genau das. Das Ding ist so hoch. Das wird jetzt richtig kackig. Piranha-Pflanzen sind der Zwischenboss. Aha. Aber ich glaube, so wie sie jetzt liegt, ist es schon mal... Ha, etwas einfacher. Doof halt, dass sie sich bewegt. Drache, hallo. Herzlich willkommen. Und Drachi lurkt, alles klar. Ja, jetzt haben wir sie dann bald. Jetzt, okay. Jetzt haben wir es geschafft, dass sie zwischen den beiden Platten ist. Oder? Nein, sie wird wieder aufgenommen von der anderen. Nee, sie bleibt liegen. Okay. Ja. Na? Oh, das wird scheiße. Ja, das ist, Und der Krankimenatenbetreiber freut sich. Ja, komm, schnapp, 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 schnapp. Oh, oh, das ist böse. Das ist böse. Mama, Mama, der Leiti hat Scheiße im Fernsehen gesagt. Naja. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Na klasse, jetzt fährt sie wieder mit. Okay, was glaubt ihr? Wie viele Versuche werden wir brauchen?
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, vorder rein. Shit! Okay. Einfach mal gebührend leiden hier. So, oh, schön. Schön. Oh, perfekt. Ah, wundervoll. Sehr schön. Aha. Das war der bestmögliche Grip. Aber bis wir das hatten, wie viele Versuche waren das jetzt? 6, 7, 8? Ich hab's nicht gezählt. Zu viele. Du hast eine Piranha-Pflanzenfigur erhalten. Du weißt schon, die Pflanze, die immer aus den Röhren kommt. Ja. Die Super Mario-Pflanze. Man liebt sie und man hasst sie. So, die Piranha-Pflanze. War die bei Marin und Tarin im Haus? Ich glaube schon. Ja, haha, noch richtig im Kopf. Yeah, damit ist auch dieses Häuslein vollständig. Oh, wie süß. Von Shu gibt es ein GG und was passiert da? Wird da wer am Kopf gepattet? Ja, danke. Aber was ist das? Was wird da gepattet? Ich kann es nicht... Ist das ein Hundi? Nee. Ist das ein Waschbär? Ich kann es nicht erkennen. Es ist süß. Dam, dam. Badadab, dam, dam. So. Okay, cool. Dann wird das letzte Kron-Kiminaten-Figürchen, weil wir haben noch nicht alle. Oh, Entschuldigung. Oder haben wir jetzt alle? Ja, bei ihm ist auch alles vollständig. Es sieht für mich aus wie ein Waschbär, soll aber so ein kleiner Hund sein. Keine Ahnung, welche Rasse. Okay, okay. Ja, die Augen sind halt so dunkel, ne? Halt so diese, ja, Gesichtsfarbmaske, sage ich mal, Fellfärbung. Diese maskenartige Fellfärbung, wie sie halt bei Waschbären auftritt. Aber ansonsten würde ich sagen, so von der Schnauze her, Hunderasse, dann vielleicht so ein Spitz oder sowas. Aber die sind ja nicht dunkel um die Augen. Hm, okay, es scheint wirklich nur noch ein Figürchen zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Und das wird sein ein Poki. Oh. Oh. Die sind aber auch groß. Im Regelfall. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Figürchen hier war. Aber der könnte sogar noch höher sein als die Piranha-Pflanze. Ha, okay. Dabadam-dam-dam. Ja, okay. Und wie sieht's bei Ulrira aus? Was hat er so Ulrira zu erzählen? Hm? Ulrira, wie sieht's aus bei dir? Ja, hier Ulrira. Der Kopf der Schildkröte ist dir im Weg. Dann hauch ihm einfach etwas Leben ein und er wird sich bewegen. Kein Witz! Okay. Ja, ich habe ja auch den Part diesmal so genannt. Irgendwie, was habe ich geschrieben? Die steinerne Schildkröte, glaube ich. Ich sehe es gerade nicht. Aber ja, das habe ich auf dem Gameboy immer voll gefeiert. Diese Musik, die es dann im Fight gibt. Also diese Einleitung, das war wieder sehr stimmungsvoll. Das hat mich immer, irgendwie als Kind hat mich das immer so ein bisschen gegruselt. Ich fand es aber voll cool. Wie ging es euch mit der Schildkröte? Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Ja, den lass mal sehen. Ob wir da jetzt nochmal was Neues drin haben hier in den Teich, was wir da jetzt noch nicht rausgezogen haben. Ja, nee, das sind alles so die Fische, die wir erkennen, ne? Ich glaube auch, wir haben alles, was hier so wichtig war. Aber kann ich es mit Sicherheit sagen? Nee, kann ich nicht. Alter, ne, beim letzten Mal da mit dem blöden Blooper, ey, mir ist da ja wirklich fast der Daumen abgefallen. Alter, das war so ein Button-Mashing. Ja, okay. Hey, immerhin haben wir gerade ein bisschen Gewinn gemacht. Immerhin haben wir noch ein bisschen Gewinn gemacht.
Okay, gut. Ja, damit haben wir auch das Möwendorf wieder so weit abgegrast. Ich glaube, das Einzige, was jetzt gerade für uns Sinn ergibt, ist halt einfach mal wirklich jetzt. Ja, krass. Direkt zu Dungeon 8 zu gehen. Oder Stromschnellen. Oder vorher Stromschnellen. Wir können aber auch erst den Dungeon machen und danach dann gucken, was wir alles so tun können. Aber Stromschnellen sind natürlich... Und wieder fragt euer Leiti euch, die Zuschauer. Dungeon 8 oder Stromschnellen? Was machen wir zuerst? Wir werden so wieder so oder so beides machen, aber womit fangen wir an? Pack den Enterhaken aus. Das klingt... Ah, das kann beides sein. Wir brauchen ihn, weil wegen einer gewissen Begegnung auf dem Weg zum achten Dungeon. Aber du meinst wahrscheinlich die Stromschnellen, weil da werden wir ihn ein bisschen häufiger brauchen. Ich deute das als Stromschnellen, aber ja, es kann vieles heißen. Ja, Stromschnellen, okay. Dann, sind wir hier doch schön dicht dran. Das, was Pateku sagte, sehr gut schon. Okay, dann. Wir haben sowieso ein Problem, weil wir haben nur 200 Rubine. Oh mein Gott. Wir können halt gerade mal zweimal fahren. Noch ein bisschen nass werden, bevor wir Link grillen. Aha, richtig. Richtig. Ja. Ich habe die Stromschnelle schon so lange nicht mehr gemacht. Wir werden uns aber erstmal umgucken und, ja. Wir werden das sowieso noch mehrfach machen müssen, weil eine Fahrt kostet halt 100. Das ist halt der Haken. Der Interhaken. Und es gibt zwei Arten und wir brauchen auf jeden Fall, also die Schnellschnellen müssen wir auf jeden Fall schnell schaffen, weil dann kriegen wir noch was. Ich glaube, ein Herzteil. Dann wird schnappen wir uns erstmal Zeug. Und gucken mal, dass wir das ein bisschen... Wenn du gut fährst, bekommst du alles wieder rein. Ja, das ist halt das Ding. Die erste Frage ist schon für mich, in welches der Löcher schmeiße ich mich jetzt? Schon vorher in eines oder... Ja, wir werden uns das mehrfach angucken müssen. Beziehungsweise können wir eigentlich... Gerade mal gucken, warte mal. Das ist ja voll gut, dass wir hier die Karte haben, ne? Die ist ja dahingehend besser als im Original. Genau, so, wir können uns nämlich hier reinschmeißen. Und das ergibt uns die Möglichkeit, dass wir hier lang kommen. Und ergibt uns die Möglichkeit, dass wir hier lang kommen, an die Eule. Und wahrscheinlich werden wir da wieder graben müssen. Shit, ich habe immer noch die Schaufel nicht. Wir müssen uns die Schaufel auf jeden Fall wiederholen. Und dann können wir hier auch rum und an das. Also für die Plattformen ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir uns in den hinteren Wasserfall runterstürzen. Hier auf der anderen Seite können wir natürlich hier sehr viel Rubine und so sammeln. Aber wichtig ist, dass wir diese drei Plattformen schaffen. So, und da ist natürlich jetzt die Frage... Ja, okay. Dann hol bald die Schaufel. Mhm. Das sollten wir dann wieder tun. Das sollten wir tun. Wir gucken uns das Ganze an und fahren jetzt erst einmal in den hinteren Wasserfall. Ja, das werden wir tun. Oh ja. La 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 la. La 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 la. So, sehr gut. Da hat der Enterhaken auch schon geholfen.
So, wir kriegen direkt Herzteil. Das ist Fantastik. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts zum Graben. Also unser Sensor binkt auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Hier keine Geheimnisse. Okay. 20 Rubine, yay. Ja, also es binkt auch wieder nichts. Einmal Stay Hydrated von Shu, alles klar, Prost. La, 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 la. Okay, sehr schön. Damit haben wir, ja, die Plattform noch. Oh, das wird schwer. Blind LP Live, hallo zusammen, moin auch dir. Ja, das ist echt, ja, hier, okay, hier gibt es eine Zaubermuschel, die wir graben müssen. Da können wir direkt gerade mal markieren. Können wir direkt markieren, brauchen wir jetzt auch nicht hinfahren, weil wir haben keine Schaufel. Aber dann werden wir uns das merken. Die Zaubermuschel hier haben wir schon. Der Zugang war ja aus dem 6. Dungeon heraus und das haben wir geschafft. Ja, das heißt, jetzt haben wir eigentlich so die wichtigen Sachen bis auf die Zaubermuschel hier schon gekriegt. Jetzt müssen wir halt einfach gucken, dass wir hier vielleicht wieder ein bisschen Rubine sammeln und ich weiß jetzt auch gerade nicht auswendig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schwierig. Boah. Jetzt. Ja, ich hab's. Leck mich doch. Yes, 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 ich wollte... Was für eine Qual. Jetzt, kommt doch, geh doch da rauf. Es ist doch nur ein Millimeter. Wow. Ist das überhaupt zu schaffen? Nee, ne, eigentlich muss man von der anderen Seite kommen. Okay, egal. Yo! Enterhakenkunst vom Feinsten. So, da kommen wir aber jetzt nicht rüber. Ein Jammer. Okay, sehr gut. Den haben wir auch wieder gesammelt. Boah, ich glaube, wir haben das Geld. Haben wir das Geld schon wieder drin? Oder 213 hatten wir, glaube ich, ne? Ja, ist nicht schlecht. Okay, wir haben das Geld drin. Wir haben das Geld drin. Das ist, feini ist das. Oh. Uff. Hab's. Was für ein Stress. Ja, okay, egal. So. Das war lustig. Halt, jetzt wird nichts mehr gesammelt. Die Zeit ist um. Möchtest du nochmal fahren? Wollen wir nochmal fahren? Wollen wir nochmal fahren? Nein. Enterhaken, das Game. Ja. Wenn du Lust auf spritzigen Spaß hast. Wir haben immer geöffnet. Ist das hier eine Floßfahrt oder ein Swingerclub? Man weiß es nicht. Wir brauchen Schaufel. Ja, du brauchst Schaufel. Ich brauche Schaufel. Ich hole Schaufel. Ich hole direkt Schaufel, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Boomerang. Wie ein Boom, 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 Boomerang komme ich immer wieder bei dich an.
spritziger Spaß. Stell dich unter den Wasserfall. Ja. Oh. Ich find's ja voll cool, dass es in so vielen Games sich irgendwie zu so einem Running Gag entwickelt hat, dass es hinter Wasserfällen immer irgendwie einen Geheimgang gibt oder irgendwie einen verborgenen Schatz oder whatever. Ist irgendwie cool. Und gab es hier ja auch. Wir hatten ja unter anderem eine Zaubermuschel hinter dem Wasserfall gefunden und so. So. Du kannst die Schaufel zurückkaufen. Was sagst du zu 300 Rubinen? Ach ja. So war das. Ich vergaß. Im Original will er tauschen und sagt dann irgendwie so, ey, ich will den Bumerang wieder haben und tut mir leid, ich wollte ihn nicht tauschen. Und so, hier müssen wir jetzt... Ich geh mal gerade auf nicht kaufen. Auch gut, war ja nur ein Angebot. Ja, okay. Hier ist es wirklich zurückkaufen. Das heißt, dann haben wir beides. Das ist natürlich krass. Das ging im Original nicht. Habe ich ganz vergessen, dass das hier so war, dass wir das jetzt kaufen können. Ja, dann sind unsere 300 Rubine dann weg. Aber okay, dann ist das so. Kriegen wir auch wieder. Du hast die Schaufel zurück. Jetzt kannst du wieder die Insel umgraben. Ach ja, schön. Beides ist gut. Ja, beides ist am Ende sogar besser. Da haben wir jetzt eine Schaufel und den Bumerang. Geil. So, dann gibt's noch das 8. Dungeon-Item und... Was fehlt hier noch? Gibt's noch eine dritte Flasche, ja? Es gibt wohl noch eine dritte Flasche. Das könnte sein, dass wir die bei Boris bekommen. Weil itemtechnisch haben wir nur noch eines. Lalalala. Boah. Wasserhöhle. Wasserhöhle? Fragezeichen. Boah. Ich merke, dass ich heute echt nur so... Wie gesagt, es ist schön zu streamen, aber ich bin ein bisschen matschig im Kopf und... Von welcher Wasserhöhle sprichst du jetzt? Die Flasche gibt's bei Boris. Okay, sehr gut. Ja. Mein Satz vorher. Waren wir eigentlich in der Wassermühle, die es im Original nicht gibt? Wassermühle, die es im Original nicht gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher... Was du meinst. Ich habe das Remake halt nur einmal gespielt. Und das ist ein Weilchen her. Das Original habe ich rauf und runter gespielt. Wo ist die Wasserhöhle? Also wir waren hier in der Höhle. Hier waren wir drin. Da gab es das Herzteil. Und... Genau. Neben Fratzenwaldschrift. Okay. Fratzenwald. Du meinst die Zaubermuschel, die hier hinter dem Wasserfall ist? Also wir hatten uns von hier oben, haben wir uns runterstürzen lassen. Einmal durch diesen kleinen Durchgang hier. Da ist der Wasserfall. Genau, also das haben wir gemacht. Wir haben uns halt hier, also von hier oben, über den Wasserfall quasi hier runterfallen lassen und haben dann die Zaubermuschel geholt, die hier hinter dem Wasserfall verborgen war. Dass es die hier gibt, wusste ich. Das habe ich gemacht. Ist es das, was du gemeint hast? Wenn, dann ist alles gut. Falls du was anderes meinst, bin ich neugierig. Aber vielleicht hast du ja das gemeint. Denn ich wüsste gerade nicht, welche Wasserhöhle du sonst meinen könntest. Also auf jeden Fall, das hier haben wir gemacht. Oh, waren wir eigentlich... Jetzt muss ich nachdenken. Waren wir eigentlich hier auf der Insel? Kann sein, dass wir hier auf der Insel an der Stelle doch gar nicht waren. Ich markiere mir das gerade mal. Und ja, da gucken wir doch mal hin.
Und ja. Doch, doch, das meinte ich. Aber ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Okay, gut. Dann ist ja in Ordnung. Ist ja schön. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Weil, also das Ding ist, man muss ja zu der Insel hier, die ich jetzt gerade da gezeigt habe, sollte man ja schwimmen. Man kann es tatsächlich, also man konnte, als das Spiel neu war. Ich glaube auch, es geht immer noch. Oder sie haben es rausgemacht. Also man konnte auf jeden Fall mit einem gezielten Sprung mit dem, mit den Pegasus-Stiefeln auch gerade so auf die Insel kommen, aber zurück war dann halt echt ein Problem. Aber ich glaube, sie haben es inzwischen rausgepatcht, dass man das auch mit dem Sprung nicht mehr schafft. Ja, genau. Wolfgang, guten Abend! Und du bist jetzt schon seit 7 Monaten Sub. Da hat es auch gerade eben nochmal den Alert gegeben. Vielen herzlichen Dank, der Wahnsinn. Danke, danke dir. Und nice. Freut mich, dich heute hier zu sehen. Und ja, Bing, tatsächlich, wir haben uns diese Zaubermuschel noch nicht geholt. Sehr gut, hat sich doch gelohnt, hier gerade mal die Karte abzuchecken. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 44, wow. Fehlen nur noch 6. Gut, dann kann auch die Markierung gelöscht werden. Ja, so, Stromschnellen, das gucken wir dann halt nochmal. Und dann würde ich sagen, weil jetzt haben wir gerade halt nicht genug Monetchen. Ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Wir bräuchten ja schon wieder 100 für den R21. Das ist lächerlich. Dann, ja. Komm, Leute. Dann geht's jetzt mal zu Dungeon 8. Da freue ich mich drauf. Und ja, von hier aus können wir doch ganz... Nein! Falscher Knopf. Zwei auf einen Streich. Das war gut. Mit unserem schönen Schwertstrahl. Nice, nice, nice. Ach ja, und wir müssen natürlich noch unser Liedchen spielen. Jetzt mit 7 Instrumenten. Das fehlt uns natürlich auch noch. So viel Zeit muss sein. Salut für die Kokolint-Hymne. Nice. Ist das immer wieder schön. Immer wieder aufs Neue schön. Und hier steht... Bodeshütte, bring mir alle komischen Steine, die du findest. Ja, wir haben inzwischen eine ganze Menge Steine, die wir ihm abgeben könnten. Also jedes Mal, wenn man einen Dungeon geschafft hat, erzählt man ihm ja davon und dann produziert er da quasi einen neuen Stein draus und das ist ja dann ein Teil, mit der so dann ja die ganzen Bosse zum Beispiel, die ganzen unterschiedlichen Dungeon-Bosse und aber auch bestimmte Rätselmechaniken und bla bla bla. Wir kennen es und sag schon,
Genau, dann gibt es natürlich die Steine, die wir kaufen können oder in der Krankemenate gewinnen können. Und auch das haben wir ja schon getan. Aber auch da haben wir noch teure Steine. Naja. Ist halt die Frage, möchte ich dieses Projekt mit euch so abschließen, dass wir eben auch die Boris-Sachen vollständig durchmachen. Da bin ich mir immer noch unschlüssig. So, jetzt werden wir mal gerade ganz kurz nochmal hier lang gehen. Ich weiß, wir müssen da nicht lang, aber ich möchte noch den einen Teleporter ausbuddeln. Dem Gefühl der Vollständigkeit halber. Boris ist nicht so relevant. Naja, eben, das sehe ich auch. Ich würde inklusive Boris begrüßen. Ja, okay. Fotograf, ja, Alter, wenn es den Fotografen hier gegeben hätte, ne? Den hätten wir aber sowas von durchgerockt. Na klar, also den vermisse ich auch, wirklich. Ich verstehe es auch nicht, warum sie den rausgenommen haben. Sie haben so viele schöne Sachen, warum man den Fotografen 67? Glaube ich. Ja, man hätte ja Boris und den Fotografen machen können. Hier zwei Häuslein nebeneinander oder so. Das wäre ja gegangen. Der Fotograf hätte dem nicht im Weg gestanden. Aber ja. Man kann nicht alles haben. Gespannt bin ich auf jeden Fall, ob es irgendwann mal ein Oracle of Ages oder Seasons in diesem Style geben wird. Ja. Ne? Was für ein langes Gelaufe, nur damit wir hier graben können. Aber gut. Teil der Macht. Und Schabum. Teleporter. Auch Minish Cap könnte man so gestalten. Ja, Minish Cap hatte ja tatsächlich auf dem Game Boy Color. Nee, das war ja gar nicht wahr. Das war ja Game Boy Advance. Minish Cap war Advance. Hatte ja ein bisschen einen anderen optischen Stil. Ähnlich, aber ein bisschen anders. Ja, würde passen, könnte man so machen, aber Oracle of Ages und Seasons würde ich nochmal passender finden, weil die hatten halt genau diesen Link's Awakening-Style. Aber ja. Stimmt schon. Okay. Teleporter ist freigeschaltet. Östliches Talteilgebirge. So, und jetzt gehen wir nochmal hier hin. Geht, glaube ich, schneller jetzt. So, haben wir den auch freigeschaltet. Achso, die Apfel-Ess-Animation. Haben wir uns die jetzt eigentlich mal angeguckt? Hatte ich irgendwie im ersten Stream erwähnt, ne? Dass ich die so niedlich finde. Und dann haben wir uns jetzt, glaube ich, nie bewusst angeschaut. Gut, dass einem jetzt noch alles einfällt hier. So, dann dürft ihr euch die jetzt anschauen. Da, so süß. Njam, njam, njam. So, haben wir das auch. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Das ist halt wirklich süß. Da-dam, da-dam, da-dam. Der Timo raidet mit einer Gruppe von zwei Personen. Hallo, schon Timo. Winke, winke. Freut mich, dass du reinschaust. Basilux ist offensichtlich mit dabei gewesen. Hallo! Hallöchen, Timo. Hallöchen, Basi. Und Fun Gaming Factory. Hype und Ballern. Und ja, endlich mal. Das freut mich. Hallo, ihr Lieben.
Hallihallo, winke, winke. Gartic. Ach was, ihr spielt Gartic von. Ist der Hype neu? Der ist ja auch nicht von mir. Also der ist von Basi. Nee, Hasi. Ich weiß gar nicht. Also ja, es sieht schön aus, aber es ist nicht. Ja, es ist nicht mein Emote. Guten Abend, liebe Leute hier im Chat. Ja, guten Abend, lieber Timo. An all die neu dazu gestoßenen. Ihr dürft gerne erzählen, wie es euch geht. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Und wir werden jetzt, oh mein Gott, erst einmal ganz wichtig. Darüber habe ich mich dann immer, habe ich mich damals auch so gefreut, dass unser Freund, der Gockel, jetzt hier wieder leben darf. Dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege! Ja! Naja, so ganz gut gepfiffen war das jetzt nicht. Egal, unser Luigi hier freut sich. Und Wolf K. geht's gut. Das ist schön. Das ist schön. Ach Leute, ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich schon auf morgen freue. Wie sehr ich mich auf morgen freue. Und jetzt, ihr Lieben, werden wir hier noch eine besondere Begegnung haben. Auf die freue ich mich auch. Ist Marin nämlich. Hilfe! Oh, sie zittert. Die Arme. Jo! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich hab Angst. Na dann. Jo to the rescue. Das war Rettung in höchster Not. Danke, Jo. Du? Jo? Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Hoi! Marin! Perfektes Timing, lieber Tarin. Vielen Dank dafür. Huch, Otarin! Tja, dann muss ich jetzt wohl gehen. Wie sie nochmal stehen geblieben ist und guckt. Und sie guckt ein bisschen, auch ein bisschen bedröppelt. Ja, ja, auch schon am Strand. Immer so, jetzt guckt sich Link um und sie ist weg und ja. Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gesungen hat. Oh, hat sie getan? Jenes Lied, das Schlafende aufweckt. Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Zeige deinen Muhut, der Windfisch wartet. Ja, ja. Ja, das ist so ein bisschen so eine tragische... tragische Romanze mit, Marin und Link. Aber ja, es wird ja dann am Ende sowieso... Ja, egal. Ach, ihr wisst doch. Im Grunde wissen es doch sowieso alle. Ich shippe Marin und Link mehr als Link und Zelda. Ja, also einer meiner Light-Effects, ich weiß gar nicht, ob der schon kam, ist der, dass Marin auf jeden Fall mein erster Videospiel-Crush war. Ich meine, ich war 8, als das Game rauskam und ja, das war, ja, Marin war so mein erster Crush, mein erster Videogame-Crush. Ja, ja. So. Ja, gut, und mein erster Berufswunsch, den gibt's jetzt auch, der stand hier auch, ja.
So, jetzt können wir hier in ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Und hier sieht aus wie ein Kreuz. Springen wir hier mal runter. Das wollte ich so nicht. Boah, wir müssten hier eigentlich noch irgendwo, glaube ich, jetzt dem letzten Teufelchen begegnen. Ich glaube, der war auf dem Weg hier irgendwo. Ah, ich werde aufpassen. So. Die Stelle hier mit den Felsen, das war auch immer gemein. Hilft uns unser Schild eigentlich? Ja, unser Schild hilft. Schild hilft, aber naja. Das ist nicht ungefährlich. Nein, da muss ich aufpassen. Sonst bin ich platt. Und sehr tot. Lalala. Und hier ist nochmal eine Zaubermuschel. Maubatzuschel. Ja, da hol ich die Schaufel raus und grab mal. Lala. Da ist er. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Yes. Er wollte Jäger werden, doch jetzt catcht er das Leid. Ja, genau. Richtig. Ja, dann, wenn ich danach gehe, dann hätte ich Light Hunter sein müssen wahrscheinlich. Denn, ja. Catcher ist ja mehr ein Fänger. Da. Oh, das hätte ich gerne mal gesehen. Lighty hatte mal blondierte Haare. Ja. Ja, tatsächlich in beiden Varianten, ne? Ich hatte mal so wirklich voll blondiertes Haar. Einfach so, weil ich das mal ausprobieren wollte. Es war ungewohnt, aber es ging. Dann hatte ich diese blondierten Strähnen. Also das halt so nur das Deckhaar blond ist, so streifenartig, sage ich mal. So über längere Haare. Und dann war das halt so ein krasser Hell-Dunkel-Kontrast. Und dann war ich einmal bei einem Friseur, bei dem war ich einmal und dann nie wieder, weil ich war halt bei einem anderen Friseur und der hatte halt dieses mit diesen blondierten Strähnchen gemacht und das war irgendwie ganz cool. Und dann habe ich das halt, dann hatte der irgendwie geschlossen oder sowas und ich musste halt zu einem anderen Friseur und wollte das da genauso machen. Und der hatte irgendwie, ich weiß auch keine Ahnung, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, was auf jeden Fall passiert ist. Er hat mir die Haare erst mit Sternchen blondiert und hat sie dann geschnitten. Hat sie aber viel zu kurz geschnitten. Und das war schlimm. Weil was dann passiert, die hat die so kurz geschnitten, dass das dann aussah, also die mit den blondierten Stellen, wie so Leopardenflecken. Es war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe mich so geärgert. Also es war richtig... War richtig schlecht. Es war lustig, aber halt so, ja. Und was hat er? Klingt, als wärst du in den 80ern geboren. Ja, bin ich ja. 1985. 36 bin ich jetzt. Also ja, hier geht's, glaube ich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wa? Ja, genau. Hallöchen, Schatzi. Schön, dass du noch da bist. Ja, aber noch diese Leopardenfleckengeschichte, ey. Das war auf jeden Fall so die schlimmste Frisur, die ich je hatte. Glücklicherweise wachsen die Haare dann ja doch relativ schnell und ja. Dann war es auch irgendwann, war es dann wieder okay. So, und was hatten wir hier noch für den Light-Effekt? 2011 war Lightnie als... Lightnie, vor allem Lightnie. Hallo Lightnie, hallo Lightnie. Ich hab doch gesagt, na müde kommt doof. 2011 war Lighty als Redner auf dem Yoke 3 YouTube-User-Kongress in Kassel. Er hielt dort einen Vortrag mit dem Titel Bessere Videoproduktion durch optimale Sprecher-Performance. Ja. Oh, und Pateko, das Schlimmste. Bis jetzt. Oha. Ja klar, natürlich. Meine Mom war immer der Meinung, ich hab's nie gemacht. Aber meine Mom kann ich ja auch noch mal erzählen.
Meine Eltern sind ja beide Theologen, also natürlich inzwischen im Ruhestand, aber das heißt, meine Eltern haben auf Schulen auch Religionsunterricht gehalten. Glücklicherweise hatte ich jetzt nie Unterricht bei meinen Eltern, aber weil sie auf einer anderen Schule waren. Aber egal, meine Eltern haben also Religionsunterricht gehalten, weil das halt Pfarrer unter anderem auch tun müssen. So. Und ein Schüler in der Klasse meiner Mom, der hatte auch gefärbte Haare und der hatte so ein richtig schönes, dunkles Kastanienrot. Hat bei ihm total gut ausgesehen und meine Mutter fand das irgendwie auch ganz toll und hat immer gesagt so, boah, yo, das musst du mal machen, dir so ein dunkles Kastanienrot färben. Und hab mich das aber dann nie getraut, hab's nie gemacht. Aber ja. So, das wäre mal interessant. Könnte man sich ja kaufen mit so einem, also mit so einer Haarwäsche, die dann irgendwie so nach 14 Tagen wieder rausgeht oder so. Also das war, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Weil also was mir eigentlich auch ganz gut steht, so bei Kleidung, sind jetzt so dunkle Rottöne, so ein dunkles Weinrot. Und so in die Richtung halt, ja, genau. So, Marlies sagt, mach doch mal für deine Ma zum B-Day oder so. Ja, mal gucken. Theologensohn stört kleine Teufel im Schlaf, genau. Leid, wir klären das. Die Schwuppe macht dir die Haare, oha. So, unser Teufelchen. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, na toll, vielen Dank auch. Finde ich ja echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen können? Ja. Bratz. Ja. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Boom. Bitte on stream. Oha. Oha, oh, das könnte witzig werden. Wolf K., ich habe mir zu meiner Konfi aus Trotz meine rot-blonden Haare, sollte das wahrscheinlich haben, Haare, türkis und blaue Strähnchen gefärbt. Cool. Ja, sowas kann schon auch gut aussehen. Also, berühmt für seine blauen Haare wäre da ja zum Beispiel ja, auf YouTube der liebe Rezo, aber ebenfalls Christian von den ehemals Gaming Clerks Samp macht großartige Videos und hat auch sehr lange Zeit sehr, sehr blaue Haare gehabt. Ich glaube, ich jetzt aktuell hat er was anderes. Naja, also ja, es gibt Leute, da sehen blaue Haare echt toll aus. Manchen steht das. Die können das halt tragen. So, hier haben wir noch ein Herzteilchen, das wir uns schon sehr, sehr früh auf dieser Karte markiert haben. Lalalalalalala. So, auch die Markierung kann... Weg. Aus. Pfui. Sitz. Platz. Bei Wolfgang sah es nicht gut aus. Oh. Das tut mir leid. Das tut mir natürlich leid. Wie gefärbte Haare mal voll rebellisch schauen, jetzt ist es voll normal. Das stimmt. Naja, also auf jeden Fall so ein dunkles... Ah! Vorsicht, Leute, Vorsicht. Das hier wäre jetzt so der Punkt gewesen, wo wir ohne unser Spiegelschild ein Problem bekommen hätten. Ich glaube tatsächlich, dass man mit ausreichend Herzchen da oben und Feen in der Flasche und ein bisschen Balsam, dass man... Im Original konnte man dann auf jeden Fall hier trotz allem durchkommen. Es macht auf jeden Fall sau viel Schaden, dieses Feuer. Und dann hätte man theoretisch hier... kann man den 8. Dungeon vor dem 7. Dungeon machen. Weiß ich gar nicht, ob das im Remake auch noch geht oder ob das Feuer jetzt auch so einen krassen Repelling-Effekt hat, also einen so zurückstößt, dass man nicht durchkommt. Hab's nie ausprobiert und will ich jetzt auch nicht, aber ja. Cool.
unbeschadet durchgekommen, dank Spiegelschild. Boah, hier gibt's halt mal erstmal voll viel Bomben. Malis sagt, bei uns im hinterdeutschen Bauernherford ist es immer noch streng verpönt. Also wir sind hier schon sehr provinzial. Ja, so. Damit haben wir jetzt, glaube ich, auch den letzten Teleporter freigeschaltet. Geilo. Blind RP sagt, das geht immer noch. Also, dass man hier den 8. Dungeon vor dem 7. macht. Ja, cool. Und hier blinkt ein weiteres Zaubermuschelchen. Na dann, werden wir das doch auch mal ausgraben. Hier. Bing. Sind das jetzt 46. Cool. Und bei wie vielen Löchern sind wir jetzt gerade? 67 oder 66? Wer hat gezählt? Da 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 da. Zaubermuschelchen, ja. Schatzi, Schatzi, Schatzi. Da 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 da. So, Leute. Yeah, sehr, sehr cooler Moment, den ich immer auf dem Gameboy schon absolut gefeiert habe, weil das wirklich stimmungsvoll war. Gerade mit der Musik. Okay, was brauchen wir dafür am besten? 67. Wir sind bei 67. Okay. Bomben werden uns helfen, glaube ich. So. Ich weiß das gerade schon gar nicht mehr so genau, aber wir werden jetzt hier speichern. Wir werden schon nicht sterben. Hab mich schon lange nicht mehr mit dem Viech hier angelegt, aber ich glaube, Bomben sind, glaube ich, gut. So, also. Leute, das wird gut. Mal ein bisschen Spannung aufbauen jetzt. Yes, Bomben sind gut. Ich werde mal hier gerade, damit ich seinen Attacken springend ausweichen kann, denn wir können ihn nicht wirklich hauen, genau. Yes, 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 sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir machen das schon. Wow. Ja, macht schon Schaden. Ja, Schatz. Ich hatte es einmal durchgespielt. Ist schon ein Weilchen her, aber es freut mich. Der sieht süß aus, ne? Ja, schon. Einmal habe ich es durchgespielt. Und das war voll schön. Noch einmal vielen, vielen Dank, Schatz, für die Switch. Für Breath of the Wild, für Link's Awakening. Du hast mir so eine unfassbare Freude gemacht. So, da braucht man doch tatsächlich jetzt mal hier eine Fee. Die gönnen wir uns mal kurz. Früher war der voll einfach, in der Tat. Früher war der viel einfacher. Aber ist ja cool, dass er mal ein bisschen die überarbeiteten Gegner sind auf jeden Fall großartig. Diese kullernden Augen.
So, ich werde die Fee einfangen. Das ist taktisch schlauer, als sie jetzt direkt zu benutzen. Auch wenn uns echt eine ganze Menge Herzen gerade fehlen. Aber Schatzi sagt, ach ja, solange die ganzen Sachen ein Weilchen halten, haben wir doch eigentlich echt viele schöne Spielsachen daheim. Ja, haben wir, haben wir. Und Timo wieder. Gut, dass man Mathe wieder zweideutig verstehen kann. Ja. Ja. Kann man. Darf man. Ach ja, schön. La la la. So, ihr Lieben. Auf in den allerletzten, finalen, wirklichen Dungeon. Wenn man mal vom Windfischei absieht. Aber das ist eigentlich kein... Da gibt es ein Rätsel, aber das, ja. Lalalalalalala. Passt, wir werden durch dieses LP nicht wieder anfangen. Der Schildkrötenfelsen. Auf in den allerletzten Dungeon. Ja. Naja, wir können doch nochmal rausgucken. Wir haben jetzt ja den Kopf der Schildkröte gekillt. So, wo kriechen wir hier rein? Ja, eigentlich in den Rumpf. Nicht in den Hintern, aber ja. So. Ach Gott, das Teufelchen. Der war nervig. Ja. Warte mal, ich glaube, Enterhacken geht bei dem ganz gut. Also wenn wir ihn erledigen, dann würden wir halt die beiden Türen öffnen, links und rechts. Die Rache für die ganzen Ruhestörungen, ja genau. Warte mal, ich mach das mal so. Boah, ey, du nervst. Wir können aber auch erst gerade ausgehen. Der will nicht so recht. Das ist gerade schon gar nicht mehr. Wie kriegen wir den? Boah. Wir müssen den echt erst hauen, wenn er direkt bei uns dran ist, ne? Ja, genau. Geduld ist bei ihm die Devise. Geduld ist die Devise. Er kann deine Gedanken lesen, schnell. Ja, ja. Boah, ich weiß es nicht mehr. Wir haben halt so viele Möglichkeiten jetzt. Und alle sind auf ihre Weise... Okay, wir gehen mal nach oben. Oh ja, die Dinger. Mhm. Auf ihre Weise scheiße. Ja, genau. Genau, genau, genau. Da ist eine springbare Wand, dann könnten wir da hoch... Wir... Jo. Die Truhe werde ich gerade noch haben. Dann haben wir die einfach schon mal. Schmeckte jemanden das Monster mit dem blauen M? Oder ist es türkis? Also die, du meinst die türkisfarbene Dose, in der dann das Monster, das da, also die Flüssigkeit da drin ist, dann sieht dann so ein bisschen aus wie Fanta. Finde ich saulecker. Das mag ich echt gern. Also ich trinke ja auch wirklich nur die Monster Zero, also die immer Ultra heißen. Und da haben wir zurzeit haben wir halt tatsächlich die türkisfarbene Dose und die weiße. Ansonsten finde ich halt die lilane Dose noch echt lecker. Die rote gibt's halt irgendwie schon ewig nicht mehr. Weil die war auch echt gut. Dann gibt's noch so eine neongrüne Zero-Dose. Die hat so ein bisschen so Kiwi-Geschmack. Die war eigentlich auch nicht schlecht.
Und dann, nee, die Dose ist schwarz, das M ist türkis oder so. Die finde ich, glaube ich, ziemlich eklig. Die mochte ich, glaube ich, nicht. Also die schwarzen Dosen fand ich irgendwie nicht so. Naja, ich erinnere mich auch nicht mehr so genau. Ja, dann war's das wahrscheinlich. Ah! Die Schlangen hier sind auch. Früher habe ich immer Relentless getrunken und dann gab's das nicht mehr und ich habe ihn bekehrt. Ja, genau, richtig. Genau. Genau, Relentless ist irgendwie weniger geworden und ich hatte ja vor allem auch eben den. Oh, hallo, unser alter Freund. Er hatte ja vor, dann abzunehmen und. Oh, das könnte. Ja, wir werden. Wartet. Jetzt haben wir nur noch das Balsam. Jetzt müssen wir mit unserem Deathless Run hier wirklich direkt aufpassen, ne? Er ist halt. Der macht halt wirklich Schaden. Oh oh, oh oh. Direkt neuer Kuscheltierwunsch. Ja, ich finde den auch so süß. Okay. Wir haben Trantrudis Trank. Das rettet uns gerade den Arsch. Und deswegen zählt es nicht als tot, aber wir müssen jetzt aufpassen. Wow. Wahnsinn, Leute. Ich finde vor allem halt so süß, wie man sein Geräusch da macht. Oioioioioi. Ich sage nur Danke, Trantrudi. Nein. Kann man ihn nicht wegbomben? Nein, man kann ihn nur mit seiner eigenen Kugel. Scheiße! Uff. Nein! Eine schöne Atombombe wird's schon richten. Ja nun. Oh oh, oh oh, das wird ja richtig knapp. Das ist ja das erste Mal, dass wir hier in Bedrängnis kommen, Leute. Aber ja, ist auch der letzte Dungeon, ne? Okay. Bitte gib mir eine Fee. Sehr gut. Ist das halt auch so süß, wie er dann kurz vor. Er dann wer da liegt er noch so flappt. Und noch dieses Flappgeräusch. Wow. Okay, das war spannend. Das war jetzt gerade nochmal aufregend. So, ich werde mal gerade kurz ein bisschen umbuddeln. In der Hoffnung auf. Wow. Keine Herzen für uns. Aber so gar nicht. Wow. Umgrabeaktion für ein Rubin. Hier gibt's wenigstens. Stimmt. Oh ja, hast recht. Ich glaube, ich will vielleicht doch gerade erstmal nochmal nach oben. Yeah.
den Laser mal gerade zurückschießen. Sehr gut. Lenke mit L das Artefakt, um alle Löcher zu füllen. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Aber vorher werden wir dafür natürlich erst einmal hier diesen Schalter. Achso, der macht nur die Tür da wieder auf, wenn wir zurück wollen. Ja, okay. Gehen wir gerade das nochmal hier durch. Dieses Laufgeräusch, pat, 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 genau. Hol dir doch neues Balsam. Ja, wie gesagt, das machen wir dann. Also, für deinen Geschmack kann ich nicht sprechen, aber laut meinen. Was war das? Na ja, ach ja, wir müssen jetzt wieder auf Mata vertrauen, ob Leid hier wirklich einen süßen Hintern hat. Oh, naja. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie einen hat. So. Wir können ja auch hier ganz wunderbar unseren... Na toll, das hat sich gelohnt. Goombas geben ja Herzen, wenn man auf sie drauf springt. Britzel. Love is in the stream. Ja, auf jeden Fall. Immer ganz, ganz viel hier. So, hier sind wir ja gerade hergekommen. Ja. Hier kamen wir her. Und jetzt sind wir hier. Was cooles, aber... Ach, shit. Jetzt ist die Tür zu. Und da hinten ist der Schalter. Ah, okay. Weil schlauer wäre gewesen, das vielleicht gerade doch als erstes zu machen. Wirf Bumerang auf Sonne. Ach, mit dem Bumerang können... Das wollen wir gerade ausprobieren. Moment. Yes! Ah, natürlich, der Bumerang. Danke, Patiko. Das ist... Eieieiei. Wie konnte ich das vergessen? Großartig! Du bist großartig. Akuni! Hallochen, Akuni! Hello! Hello, hello, hello! So, jetzt möchte ich hier wieder gerade eben nochmal zurück. Timo, du bist doch immer lieb und artig. Ja. Und voll... Wow! Voll schön, wieder 15 Leute da. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, ihr Lieben. So, jetzt werden wir doch mal gerade hier auf die Seite gehen und genau, das kleine Rätsel hier lösen. Aufgabe, wir müssen alle Löcher füllen. Und da muss man dieses Viech bewegen und es ist furchtbar schwammig. Fand ich immer schwierig. Wie geht's dann? Oh, okay. Außerdem ist hier eine sprengbare Wand. Die können wir uns auch gerade noch angucken. Ich mach das gleich nochmal. Der Kristallschalter, oh, der wird wichtig. Und hier ist die andere Seite. Der Kristallschalter. Betätigen wir den... War nochmal eine sehr wichtige Frage, wann wir den am besten betätigen. Naja, so, jetzt nochmal versuchen, dass wir das Rätsel hier gelöst bekommen. Also... wirklich rätseln muss ich nicht. Ich weiß, in welchem Pattern ich das bewegen muss, aber alle, die es kennen, wissen, das ist nicht so einfach. Vielleicht geht das sogar mit dem Steuerkreuz einfacher als mit dem Joystick. Aber ich hab's.
Haps, haps, haps. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. Und ich betätige den Schalter mal. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und dann können wir hier lang. Aber da können wir leider noch nichts machen. Hier fehlt uns das Dungeon-Item. Was würde denn passieren, wenn wir... Brrr. Dieser Eisblock ist ganz schön hart und kalt. Brrr. Ja. Ah, und hier ist eine... Eine Gacksasse. Okay. Dann... Dann gehen wir noch hier lang. Ja. Um ehrlich zu sein, Leute, ich bin ganz zufrieden damit, dass wir uns jetzt entschieden haben, zuerst dahin zu gehen. Oh, hallo. Eine Trolltruhe. Er ist hart und kalt. Ganz anders als alle anderen Eisblöcke. Ja, genau. Spielst du mit dem Pro-Controller? Yes, I do, I do. Ich liebe ihn. Er ist schön. Der Pro-Controller. Oh ja. Schatzi ist mein Pro-Controller. Oh, praktisch. So. Mann, Mann, Mann. Okay. Jetzt. Wo will ich hin? Wo will ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ja, wir hätten da noch hin. So viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel und könnten dann da lang. Oder wir gehen da lang. Aber wir können auch erstmal. Oh, das sieht nach einem Bossraum aus. Wir gehen mal. Wir gehen mal hier lang. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso muss man denn, ist man denn zu faul, den Pro-Controller zu nehmen? Also was hat das mit Faulheit zu tun? Also spielst du halt statt auf dem Dock dann halt mit den im Handheld-Mode, dann klar. Ach ja, der Gite, wie heißt der? Hinox, ne? Ja, ne, in unserem Overpower-Mode ist das halt einfach mal mit starkem Schwert und roter Rüstung. Schön. Ist Takeo hier? Nein, ich glaube, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich würde ihm gerne öffentlich danken. Es gab technische Schwierigkeiten und er hat mir helfen können. Oh, schön. Ja, also er ist... Ich habe ihn heute noch nicht gesehen, aber... Öffentlich gedankt hast du ihm ja gerade eben trotzdem. Aber du wirst auch bestimmt noch mal die Gelegenheit haben, es persönlich zu tun. Und Wolfka hat ein Stretch. Ja, das... Ein Stretch ist gut. Das werden wir doch gerade mal machen. Strecki, Strecki. Und das damit verbundene Knacki, Knacki. Und, Stay Hydrated ist gerade schwierig. Ich habe nichts mehr hier. Ich gehe mir einen Sprudel holen. Moment. Und da bin ich schon wieder. Yay, Stuhl-TV! So, damit ich jetzt auch was trinken kann. Ja, der Weg in die Küche ist kurz. Lalalala, Prost. So. Schatzi sagt, wir haben alle Harry Potter Filme durchgesehen. Falls es Fan hier gibt, dürft ihr jetzt Harry Potter Nerdwitze machen. Ja, jetzt kann ich da endlich mitreden und verstehe die auch mal. Finally. Ah, okay. Der Raum hier. Müssen wir uns mal merken, dass wir hier auf diese Art und Weise hinkommen. Ja. Jetzt ist das natürlich weg, aber ich glaube, das geht dann. Ja, sehr schön.
So, die Truhe haben wir ja schon. Dann soll das Ding mal runter. Nein, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte... Mehrere Leute haben es versucht, mir die Harry Potter Filme näher zu bringen. Und ich bin aber irgendwie immer... War es immer nur der erste Film. Also, und dann, ja. Was toll, dass jetzt... Shit. Uff, knapp. Das war jetzt Loch 68, ne? Cool, wir haben die Fee eingesammelt mit dem Bumerang. Auch schön. Im Mobbingkreis. Ja. Ah! Unser Freund. Noch 69. Das ist gerade... Oh Gott. Ja. Ja. Hakuni hat Löcher erhalten. Na dann, okay. Wir gehen gerade erstmal runter. Ja, also für Hakuni wird das nächste Loch 69. Sobald es eins gibt, wird sich dieser hineinwerfen. Damit haben wir auch den Kompass. Nice. Oh, und ich glaube hier... Moment. Ah, nee, doch nicht. Okay. Die Fackeln sahen so nach springbarer Wand aus, aber nein, hier ist nichts. Neonmotte! Oh, hi! Entschuldigung, hab dich übersehen. Lurk, wünsche euch morgen eine ganz tolle Party und einen guten Start in 2022. Wünsche ich dir auch, falls du noch da bist. Vielen Dank fürs Reinschauen und ja, hallo. So, jetzt haben wir ja schon gerade gelernt, dass wir den mit dem Bumerang ganz gut... Ja, erstmal das Viech hier. Alles, was nervt, aus dem Weg hier. So. Okay, erledigt und... Ja, Hakuni, ich hab die Löcher gesehen und... dann gibt es jetzt einen beherzten Sprung in... Wir werden es so betonen, wie man es nur betonen kann... Ins Loch 69. Katastrophe. So, das war's. Neonmotte ist ja noch da. Woohoo! Ja, mag man es glauben, seitdem wir dieses Streaming-Projekt begonnen haben, sind wir jetzt 69 Mal in irgendwelche Löcher gefallen. Ey, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. So, okay. Damit haben wir jetzt echt gut hier aufgeräumt. Und jetzt müssen wir erst einmal, ja, entweder durch diese Treppe hier oder... Ja, wir haben zwei Schlüssellöcher. Ne? Gut, noch da rein und da rein. Gibt so ein paar Möglichkeiten. Das ist die Frage, womit wir anfangen. Vielleicht probieren wir es mal mit der Treppe da. Aber erstmal müssen wir zurück. Na, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Schön. Streamst du denn auch? Also, Marlies und ich, also Matta90 und ich, wir werden morgen in das neue Jahr rein streamen. Und ja, 20 Uhr geht's dann los. Planst du etwas Ähnliches oder gibt's bei dir Silvesterfeier im persönlichen Kreis der Lieben? Ist ja auch schön. Eigentlich sogar sehr schön. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier durch die Treppe und ich hoffe, ich... Nein! Knapp. Knapp. Lava würde auch als Loch zählen. Lava wäre auch ein Loch. Oh. Das war doof. Hier waren wir doch schon. Dämlich. Jetzt komme ich natürlich nicht zurück. Klasse. Okay. Au. Okay.
ich bin wieder ungeduldig. Ich bin ungeduldig. Ich bin ungeduldig. So. Nein! 70, 71. Da kommt ihr ja gar nicht hinterher mit dem Zählen, so schnell wie das hier geht. Aber ja, 71 ist es jetzt. Heieieiei. Die machen aber schon auch niedliche Geräusche, ne? Die sind schon putzig. So, jetzt müssen wir echt hier... Wow. Wie wir hier echt jetzt gerade den ganzen Weg zurück müssen. Ja. Link mit Röstaromen. Ja, ich plane auf jeden Fall, dass wir uns jetzt hier das Item holen, damit wir mal ein bisschen rösten können. Das wäre schon nicht schlecht. So. So. Finally. Au. Okay. Dann, wieder Blick auf die Karte. Nehmen wir, wenn wir den wegschieben, dann hängen wir da fest. Das heißt, wir müssen... Genau, wir müssen da durch. Okay, das heißt, wir kommen von der Seite. So machen wir das. Genau, und das wäre jetzt doof, weil dann kommen wir nur in den Bereich, wo wir schon waren. Das heißt, wir schieben jetzt den jetzt zur Seite und gehen hier rauf. Perfekt. Jetzt ist wieder die spannende Frage, links oder rechts? Ich gehe links. Ich glaube, euch müssen wir euch erledigen hier? Gibt's was dafür? Nee, ne? Ich gehe einfach mal weiter. Wow. Das war... Wow, hat sich ja gelohnt. Das hat sich jetzt nur gelohnt, dass wir hier sehen, dass es da was gibt. Das ist auch doof. Okay, zum Glück hatten wir noch den Schlüssel. So. Nehmen wir das Teufelchen hier gerade noch mal, wenn er uns angreift. Okay, komm her. Am Ende lohnt es sich doch eh nicht, weil du uns nichts gibst, ne? Bist du den Aufwand wert? Nein. Okay, wir sollten vielleicht zuerst die Treppe nehmen, denn da kämen wir wieder zurück. Das da oben ist eine Einwegtür. Badabam. Bin mir aber auch gerade schon überhaupt nicht mehr sicher. Boah, krass. Wie viel man dann doch einfach vergessen kann. Aber das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Naja. Okay, wir haben die Items hier. Und wir haben gesehen, dass es hier eine Truhe gibt. Aber auch das hat sich jetzt nicht für uns gelohnt. Der Dungeon war schon interessant gebaut. Okay. Was erwartet uns hier? Genau, hier ist eine sprengbare Wand. Glaube ich, vielleicht auch gar nicht so schlecht, da zuerst reinzugehen. Und
was sagt das Eulchen? Attackiere die Kreaturen von oben herab, um den Schlüssel zu erhalten. Oh ja, worauf sich das bezieht, das werdet ihr sehen. Aber wir gehen, glaube ich, jetzt erstmal nach links. Wir haben jetzt keinen Schlüssel mehr und wir werden hier aber einen brauchen. Okay. Ganz viele Löcher hier. Also potenzielle Löcher. Aber wir mussten das tun für den Schlüssel. Okay. Genau, das ist nämlich das Problem. Also hier, die Dodongos, wenn wir die jetzt, hier könnte man meinen, morgen ist Silvester, wird schon heftig geböllert. Okay, krass. Ich habe jetzt hier bei uns jetzt noch nichts gehört. Also ja, wenn wir die jetzt hier erledigen, dann verschwenden wir nur Bomben, weil, ja. Also, die Eule hat es ja schon erklärt. So. Genau, jetzt gibt es hier den Schlüssel. Ja, die Truhe. Wir machen das gerade mal, dass wir das erledigt haben. Das, wir müssen dann halt nochmal den Weg gerade nochmal gehen. Da ist noch die Salbe, die Patiko erwähnt hatte. Cool, damit haben wir jetzt wieder zwei Feen und die Salbe. Na also, dafür, dass es mal vorhin so knapp aussah bei unserem kleinen Kugelschmeißer, der als, falls Malis noch hier ist, der als Kuscheltier wirklich süß wäre. War auch immer mein, habe ich damals im LP auch schon erwähnt, war auch immer damals mein Lieblingszwischenboss, weil er halt so knuffig ist. Wir sind ihm ja schon mal begegnet in einem anderen Dungeon. Finde ich übrigens voll cool, dass die Dungeons hier, dass man hier nochmal auf bekannte Gegner stößt. So. Geht ja relativ schnell, dass wir hier zurückkommen. Aber dann haben wir auf jeden Fall die Truhe. So. Okay. Okay. Dann schließen wir hier mal auf. Der Dungeon ist irgendwie, ist der halt so cool, weil die ganze Beleuchtung halt auch so stimmungsvoll ist mit dem ganzen. So, bei Linksebecken explodieren noch so schön viele Sachen. BlindTP sagt, ich habe nur ein Rothorn und ein Pikachu als Kuscheltier. Ah, süß. Patiko sagt, noch alle über die Grenze gegangen, damit sie die nicht geprüften Raketen... Ja, das wird ein Desaster, ja, ist richtig. Das ist ja Feuerwerksverbot und dann gehen die ganzen Leute jetzt halt nach Polen und so und holen sich ihr Zeug da. Das ist halt einfach... Da hat man es dann irgendwie schon echt nötig, ne, wenn man das macht. Sich halt illegale Feuerwerkskörper holt, weil man halt offensichtlich nicht so gar nicht ohne kann. Das ist schon krass. So, also hier nach oben gehen ist sicherlich cool, aber ja. Oh Gott. Okay, erst einmal werden wir die Viecher aus dem Weg räumen. Dann werden wir hier einen Pfeil in das Auge schießen. Ach so, das war... So.
Wir müssten springen. Wir mussten springen. Ich glaube, die Eule sagt auch was Entsprechendes. Beschieße das Auge der merkwürdigen Statue mit dem Bogen. Ja, gut. Dass man springen muss, verrät sie nicht. Aber ja, wir brauchen halt auf jeden Fall Höhe. So, dann sind wir hier. Okay. Okay. Und der nächste kleine Schlüssel. Auch das ist sehr hilfreich. Ja, brauchen wir Dungeon-Item. Aua, 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 aua. Ja, Schlüssel holen war gut. So. Okay. Früher musste man auch nicht springen, richtig. Musste man nicht. So, jetzt hier geht's, dass wir an diese Truhe kommen. Yes, das ist natürlich auch, die wollen wir haben. Eva, guten Abend. Hallo. So. Freut mich, dass auch du reinschaust. Oh nein, Blind LP, warum wurde das nicht angezeigt? Ah! Da, oh mein Gott, ich hab's voll übersehen. Fränglösisch, du hast Fränglösisch eingelöst. Sorry. Ah, warum sagte keiner was? Irgendwie ist das untergegangen. Okay. Please give me a moment. Okay, this is the moment where we, yes. You all know the game. We talk about all the beautiful things in this game in English with the French accent. With the French accent. And we have now, are we out of the dungeon and here is the next art piece. The next art piece. Yes, this is the true art. And we have four of it. And now our... sum of all the arts is now more and yes. I'm talking shit. The holy shit. Nice! More arts are always good. And oh yes, I remember. A few minutes ago, maybe half an hour, I said that we have the last teleporter, but this was wrong information. This here is the last teleporter. Oh yes, this is the last teleporter. The moment where you're thinking this is no, there is no English, is, yes, no native English speaker in the chat. What? Eva is saying French accent with Norddeutsch. I'm pretty sure this is a combination. This is too hard because. Whoa! Oh god. Okay. And now we can werf all the bombs on. Feed the bomb. I wish you a very guten appetite. A lot of appetites. Yes, yes. The appetites. the appetite of the bomb. not was you were eating. No. I am a good boy. I don't think versaut. Never ever. Oh, please, Dodongo, feed the bomb.
Naughty, yes. Naughty. Naughty is a really good word. So, und da sind die 3 Minuten auch schon wieder rum und ich darf wieder nochmal reden. Halleluja. Aber das geht ja nicht, dass wir hier Kanalpunkte nicht, ja, dass wir die einfach übersehen. Der arme, arme Blind LP. Okay, es geht weiter. Wolfka macht den Kajit. Okay, gut, dann möchte ich euch nicht enttäuschen. Dann also jetzt als Kajit sehr gerne. Dieser ist euch doch stets zu Diensten. Und yes, dieser freut sich, dass der reine Dodongo geplatzt ist, als er die Bombe fraß. Aber dieser frisst dran vorbei. Gehe diesem nicht auf die Nerven und frisst die Bombe wundervoll. Es fehlt ja immer noch eine Katastrophe. Es wird doch wohl möglich sein, dass meine liebste Marlies ist in der Tat übrigens drüben beim Skyrim-Spielen. Zumindest war sie es vorhin. Ob er sie jetzt immer noch ist, ich weiß es nicht. Wo ist die Bombe hin? Was hat er mit der Bombe gemacht? Du sollst sie fressen, mein Freund. Fressen! Komm schon. Ey, ich werde hier noch alle meine Bomben verlieren. Er möchte sie nicht fressen. Es ist schwierig. Komm schon. Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Endlich hat es geklappt. Ah, Schatz, sie ist noch hier und sie ist zu müde. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. So, damit haben wir 3 wundervolle Bomben. Und das wird uns nun die Gelegenheit geben. Und ich denke, dafür werden wir lassen. Dieser muss nachdenken. Hierhin, hierhin, hierhin. Ja, hierhin, hierhin, hierhin. Urk, nie hat man Ruhe. Hi, Leute. Wieso hast du keine Ruhe? Und herzlich willkommen, liebe Posse. Und erneut auch hier noch einmal an dieser Stelle. Und persönlich gesagt, und er fiel ins Loch. War das jetzt Loch 73? Vielen Dank für die Spiele, die nachträglichen Weihnachtsgeschenke. Du hast mir eine große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. 73, Loch 73. Katastrophe. Gut, 3 Schlüssel und wir werden sie hier zum Einsatz bringen. Vielleicht noch einmal mit kontrolliertem Blick auf die Karte. Hier ist ein Schlüsselloch, dort ist ein Schlüsselloch. Ich hoffe, es wird nichts fehlen. Nun, wir werden sehen. Oh, ihr hört, dies ist eine sprengbare Wand. Ja, ja, ich hatte dieser hatte ihn noch im Kopf, dass es sie gibt. So, und da sind auch diese 3 Minuten rum. Wuhu! Back to normal talking. Geräusche, die Link macht, sind schon süß. Das ist okay, einfach nur den Weg zurück. Auch hier ist eine sprengbare Wand. Heute wollt ihr es aber wissen. Okay, ein... Ja, auch hier eine sprengbare Wand erneut. Dann einmal hier Stay Hydrated. Von Eva. Und dann... Okay, Moin moin ihr Lieben, da sind wir dann jetzt auch beim Norddeutsch und das wäre die 2. Abkürzung hier rüber. Ja, ganz, ganz toll, dass man hier einfach so dahin kann. Haben wir immer noch 2 Schlüssel und dann sind wir auch hier an der Stelle. Es sind alles Wege zurück, aber die brauchen wir nicht. Wir brauchen mit unseren Schlüsseln
Geht's hier rein? Ich hab gesehen, ihr streamt morgen auch. Was gibt's denn bei uns? Ja, dass wir Silvester streamen, das hatten wir jetzt ja schon eine längere Zeit für uns festgelegt. Und wir haben da, es gibt, ja, ist noch, ja. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Und ein Leudi-Fact. Leudi, Fact 23. Im Bottle-Test auf Gamer Psychology ist Leudi 67% Explorer. Und das passt total. 60% Socializer. Ja, auf jeden Fall. 60% Achiever. Und 13% Killer. Genau, ganz wichtig zu wissen, bei dem Bottle-Test auf Gamer Psychology ist die Gesamtsumme 200%. Nicht 100. So, damit ihr euch nicht wundert. Genau, und voll gut. Ich fand ihn damals echt interessant. Ihr könnt ihn googeln. Er ist auch relativ schnell gemacht und ich fand ihn ganz cool. Aber das stimmt schon. Also so gerade in offenen Rollenspielen mit einer Open World und so, da Exploring total genial. Socializing halt in MMOs dann auch so zum Beispiel. Ne? Achiever ist dann halt so derjenige, der halt versucht, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und das mache ich dann schon auch mitunter noch ganz gerne. Obwohl ich vermutet hätte, so in meiner eigenen Einschätzung, dass der Achiever-Teil vielleicht ein bisschen geringer ist. Also auf jeden Fall nicht gleich aufliegend mit dem Socializing-Aspekt. Aber ja, es war ein Test und ich habe den gemacht und das kam halt raus. Und 13% Killer, also Killer sind dann halt die Leute, die zum Beispiel auch so in PvP und so eine große Freude daran haben, andere Spieler umzunatzen. Oder eben auch sowas wie die ganzen Bossfights und so ganz besonders lieben und so dieses Gameplay halt mit dem draufhauen und war jetzt halt in diesem Test eher der geringe Teil, lag aber auch daran, dass der Test einen sehr, sehr großen, das weiß ich noch, einen sehr, sehr großen Anteil auf PvP hatte und gerade in MMOs hat mich der PvP halt immer am allerwenigsten interessiert und jetzt in so einem Singleplayer-Game. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen können, hier Metroid Dread, ne? Großartiges Spiel, hat mir super viel Freude gemacht. Und da war ja gerade da die Bossfights, waren absolut sneaky, ne? Das war richtig geil. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und dahingehend hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder einen größeren Killeranteil. Aber ja, war halt, ist egal. Ich kann euch das nur, nahelegen. Ich fand den Test sehr interessant und mich würde interessieren, wer von euch konnte diesen Leudi-Fact denn noch nicht. So, und da sind auch hier die 3 Minuten rum. Finally. Timo kannte ihn noch nicht. Ach, scheiße. Scheiße. Die Dinger sind oben und wir hätten eigentlich... Ach, Mist. Aber das kriegen wir vielleicht gelöst, weil ich glaube, hier werden wir jetzt den Bossfight haben, der uns praktischerweise den Teleporter gibt, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist das ja alles gar nicht mehr so schlimm. Okay, mal schauen. Ein neuer Gegner. Oh, und wie gingst du denn nochmal? Oh. Oh, da muss ich jetzt mal grad nachdenken. Ja, ich möchte mich eigentlich ungern, Oh, warum stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie wir den Freund hier erledigen können?
klappt auf jeden Fall alles gerade noch nicht. Okay. Krass. Was? Der war im Original auch anders. Und da hat er uns weggeboxt. Das ist doof. Alter, dieses Remake, ne? Oh. Ja, der ist einfach im Original. Ah, Post jetzt auch gemacht. 87% Explorer, 73% Socializer, 33% Achiever, 7% Killer. Cool. Cool. Dann kannst du das jetzt ja auch in deine Facts übernehmen. nein, also Boomerang kann es nicht sein. Den hat man ja nicht unbedingt immer. Boah, ich bin heute echt matschbirnig, ne? Ich hab's vorhin schon gesagt. Das gibt's ja nicht. Wie kann es sein, dass ich das... Genau, das hatte ich schon... Ich hatte schon versucht, ihn von hinten zu erwischen. Was halt gar nicht so easy ist. Naja, okay. Nehmen wir uns noch mal eine Fee... Wir nehmen die jetzt noch mal. Wie gesagt, das von hinten hatte ich auch versucht. Ja, und wie betäuben wir ihn? Das ist ja gar nicht so einfach gemacht. Okay. Nicht von hinten. Einfach nur... Oh. Unfassbar. Unfassbar. Nachdem er gehauen hat, braucht er ganz, muss er ganz kurz erst wieder seine... muss er wieder... Also dann hat er, kann er nicht so schnell wieder blocken. Einfach... Deswegen, ich hatte das auch irgendwie... Ich hatte da gar keine besondere Taktik in Erinnerung. Und das war's. Einfach nur... Es ist einfach nur Timing.
Man denkt irgendwo so, man muss ihn von hinten erwischen, aber ja, muss man gar nicht. Und das mit der Bombe und so, das hat man ja vorhin alles ausprobiert und ja. Okay, schön, schön, dass wir es geschafft haben. Ich war jetzt auch gerade schon und bin auch froh, dass ich jetzt auch noch selber auf die Lösung gekommen bin, weil, ja. Im Original ist es genauso, nur langsamer, das Zeitfenster ist größer. Ja, genau. Genau, weil ich hatte den halt gar nicht so speziell in Erinnerung. Okay, gut, wir wissen auf jeden Fall, dass wir den Kristallschalter beschädigen sollten, damit wir hier da oben in dieser Truhe ist was drin, was ich unbedingt haben wollen. Okay, also mit Bomben habe ich es vorhin probiert. Ich habe mehrfach welche geworfen, aber die haben ihn irgendwie nicht betäubt. Heute im Programm Weihnachtsvieh mit Matter 90, da hat jemand was vergessen. Oh, stimmt, das steht da unten noch im Lauftext. Ja, ach komm, lohnt sich jetzt aber auch nicht mehr. Ich lass das jetzt da, das ist lustig. Wir lassen das jetzt so. Kristallschalter beschädigen. Habe ich beschädigen gesagt? Gut. So, da ist er. Betätigen, meinte ich natürlich. Plopp. Nein, es ist drüben im Wohnzimmer und entspannt dort ein wenig. Ja, wie gesagt, wir sind halt total platt heute und ja, sehr matschbirnig und deswegen kommt, ja. Ich hatte auch tatsächlich schon überlegt, ob ich heute, ob ich heute überhaupt streame, aber ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. So, eigentlich, warum gehe ich hier rauf? Ich wollte doch hier runter, um jetzt den Teleporter zu benutzen. So. Lighty-Streams sind ja immer ein wenig wie Weihnachten. Oh, ja. Ihr seid so süß. So. Oh yeah. Du hast den magischen Stab erhalten. Damit feuerst du glühende Feuerbälle ab. Ja, yeah, Feuerbälle feuern. Der magische Stab sieht hier übrigens ziemlich, ziemlich cool aus. In diesem schönen Violett. Im Original hieß er noch, glaube ich, Somaria-Stab. Auch sehr geil. Es gab halt eine kleine, ich glaube, sie haben es deswegen dann umbenannt, weil es den Somaria-Stab auch in A Link to the Past gibt und dort dort ist das so, dass dass Blöcke entstehen, auf denen man dann so gehen kann und so, genau. Ah ja, Patiko schreibt es auch gerade, der macht Blöcke, genau. Lighty Streams sind wie Weihnachten. Wo ist das Essen, das Familiengezeter, der Ehekrach und die Geschenke, die keinem gefallen? Das will man so natürlich nicht. So, jetzt muss man wieder nachdenken, welche der zahlreichen Treppen, es sind einfach zu viele, führt uns jetzt an. In Ages gab es den auch, richtig, richtig. War auch wieder mal ein Scherz. Alles gut, Timo. Die Truhe wollen wir ja auf jeden Fall noch haben. Brauchen wir auch ganz unbedingt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich das lohnt, jetzt hier gerade lang zu gehen und da die Treppen abzuchecken, aber... Kann ich es sicher sagen? Nein. Bei wie vielen Löchern sind wir jetzt? Habt ihr jetzt gerade eben vorhin mitgezählt? Es ist immer gut, wenn ihr das in den Chat schreibt. Da tut ihr mir einen Gefallen mit, wirklich. Immer wenn es eins gibt. Das hilft sehr. Ja, das hier ist, wie gesagt, einer der zahlreichen Wege zurück. Vorne waren es 73. Okay, gut. Ich
glaube... Alles nicht so ein... Autsch. Autsch. Oh, das war knapp, eindeutig. Wenn Lava mitzählt, sind es 74. Ja, ja, Lava zählt mit. Ich würde mich gerade sagen, irgendwie hatten wir doch genau 74. Danke, 74. So, sehr gut. Das wollte ich. Hier runterspringen. Und jetzt können wir mit dem Stab die Fackeln entzünden auf die Entfernung. Geil! Und ja, Lava zählt. Okay, 74. Fett. Sehr schön. Wir haben diesen Schlüssel. Das war wichtig. Da wäre dann nämlich auch noch eine Truhe, genau. Und das erreichen wir über diese Treppe. Und ja, die war wieder zugänglich durch... Ja, durch welchen Bereich? Hier brauchen wir, glaube ich, nicht mehr hingehen. Der Delfin ist süß. Ja, der Delfin ist süß. Genau die Treppe könnte nochmal interessant sein jetzt. Ja, die hier konnten wir vorhin ja noch nicht machen. Die, ah, oh. Bei der waren wir tatsächlich auch noch gar nicht. Bei der Treppe waren wir noch gar nicht. Und das ist auch gemein hier, wenn man da nämlich nicht aufpasst, dann... blockiert man sich, macht man die kaputt und kommt dann hier nicht mehr hoch. Ist die Emote-Wall abgestellt? Nein. Nein, ist sie nicht. Ballert mal. Haut mal ein paar Emotes raus. Die sollte noch da sein und funktionieren. Grill den Goomba. Ja, wir können, ja, Pilze grillen, ne? Gegrillte Pilze. So, da, da. Emote-Wall ist noch da. Emote-Wall ist noch da. Das wäre ja auch schade sonst. Dann waren es zu viel. Ich sehe gar nicht, dass du irgendwas... Wie, was, wo, zu viel? Hä? Die ganze Nachricht gibt's überhaupt gar nicht. Jetzt. Da sind die Spinnen. So. Ah! Unser Freund. Den kennen wir auch noch. So, ich glaube, den kriegen wir ganz gut erledigt, wenn wir einfach drüber springen und dann von hinten hauen. Genau. Kateko! Ein Bremsgeräusch! Das magst du doch so. Es ist sehr praktisch, dass wir dieses Schießschwert haben. Ach ja, der Raum. Aber ich weiß noch, wie es geht. Nur die Umsetzung wieder mit dieser Steuerung. Okay, das war schon falsch. Wie gesagt, das Problem ist nicht... oh Mann! Das Problem ist... Jetzt. Jetzt kommst du mal richtig hart. Ja, nice. Klappt doch. Dieses Rätsel habe ich mir irgendwie echt gut eingeprägt.
Und damit haben wir auch den großen Schlüssel. Na, Haus. Fett, fett, fett. Cool, Leute. Wir haben alle. Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Treppe führt uns hierhin, zur Bosstür. Leider weiß ich es nicht mehr auswendig. Hier kamen wir her. Ah, wir haben noch den anderen. Stimmt, wir haben noch die andere Treppe mit den blauen. Genau, wo war das? Wir hatten noch den. Genau, hier ist die Bosstür. Wir hatten ja noch die andere. Das andere Dings mit dem Bums. Ach, ich kann nicht reden. Ja, hallo, ihr Dodongos. Ich habe kein Interesse an euch in diesem Augenblick. Es gab noch eine Treppe mit den Eisblöcken. Danke, Patiko. Eisblöcke. Aber wo war das? Wo war das mit den Eisblöcken? Das ist die Frage der Fragen. War das diese hier? Nein, war es nicht. Das war die, die uns zum Item geführt hat. Ja. Die war relativ zu Beginn. Ja, ich glaube nämlich auch. Na, wir werden sie schon finden. Okay, sind hier noch irgendwo Gegner? Oh, das ist so eine Einmaltür, ne? Ah, shit. Ja, es ist eine... Es ist eine Einwegtür. Miste. Flöte einfach. Ja, flöte ich mich zum Anfang, das kann ich natürlich machen. Das stimmt. Zum Startpunkt. Kabusch. Nein! Abbrechen. Abort! So. Abbruch. Okay. Karte. Es könnte... Diese Treppe ist es nicht. Es könnte diese Treppe sein. Es könnte diese Treppe sein. So. Es könnte diese Treppe sein. Yes, sie ist es. Haha. Die Erinnerung war mit mir. So, hier müssen wir auch aufpassen, dass wir uns jetzt den richtigen Weg freiräumen. Okay. Ja. Yeah.
glaube, ich mach's falsch. Gerade noch. Warum bin ich heute so matschbirnig? Ja. Link kann irgendwie nicht springen und dann nach vorne schießen. Erst nachdem er den Salto. Zu wenig Schlaf, lala. Ja, genau. Nee. Okay. Also nochmal. Eigentlich kann man beim Fallen schießen. Ja, ich dachte es auch. Irgendwie will es gerade nicht so richtig. Dann schießt er immer nach oben. Ich möchte eigentlich zur Seite schießen. Boah. Ah. Wir können durch diese Blöcke durchschießen. Muss man auch wissen. So, jetzt haben wir's. War das legit? Keine Ahnung, aber es hat funktioniert. So, hier wollen wir jetzt uns den Weg so freiräumen, dass wir... Genau, das müsste schon reichen. Die Dinger noch als Treppe benutzen können. Ja! Okay, ihr Lieben. Bossfight-Time. Du bist am Ende. Niemals werde ich dich die Instrumente der Sirene spielen lassen. Niemals! Hitzkopf! Ein Lava-Monster. So, und im Original bekämpft man hier Feuer mit Feuer. Und auch hier geht es. Aber dass er dann diesen... Das hier macht es neu. Man konnte den halt wirklich... Man konnte den so dermaßen im Original... Aua, das zählt als Loch. Ihr habt den Counter. 75, ne? Also im Original konnte man einfach hier den Stab spammen und ihn ziemlich schnell erledigen. Bin gespannt, wie es... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es halt erst einmal gemacht hier. Kann sein, dass wir in der Phase auch noch was machen müssen. Kann sein, dass das das Normale hier gerade nicht reicht. Kann sein. Wir werden es rausfinden. Ja, ne? Also irgendwie... Oder dann nochmal? Ah! Okay.
Es bleibt beim Stab. Aber wir müssen ihn dann in der Form erwischen. Ah. Warum nur? Warum bist du hergekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur Teil seines Traums. In der Tat, sehr hitzköpfig. Blop, blop, blop. Und der nächste Herzcontainer. Hallo! Ah, das ist schon geil. Das ist schon geil. So. Das finale Musikinstrument. Du hast die Oktopus-Trommel erhalten. Ei, das Ei ruft. Jetzt habe ich der Bergruf von K2 im Ohr. Oh Gott, dieses super dämliche aus den 90s. Es war großartig. Es war so stumpf, es war herrlich. Sagt mir, dass ihr das kennt. Ihr kennt das. Ihr kennt das ganz bestimmt. Na, Ulrira? Ja, hier Ulrira? Jo, es wird Zeit, dass du mal auf den Tamaranschberg gehst, wo das Ei liegt. Sei vorsichtig, Jo. Tü-tü. Ja, aber vorher. Also, überhaupt. Nein, das kennen wir nicht, Leiti. Du bist nur alt. Früher war das Herzal aus diesem Dungeon auch das letzte. Ja, ja, ja. Wenn man vorher... Vorausgesetzt, man hatte vorher alle gesammelt. Also wir wissen ja auf jeden Fall, dass wir noch hier in den Strom schnellen und da die eine Mupfel holen können. Oh, den Teleporter haben wir freigelegt. Das kann ich markieren. So, wie sieht's denn aus? Und, genau, Rubinchen. Wie viele Rubine haben wir? 262. Na, weil wir müssten uns auf jeden Fall noch diese Zaubermuschel holen. Und dann müssen wir natürlich die Stromschnellen ganz schnell durchschaffen, damit wir da dann auch noch was bekommen. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen was. Aber das sind dann so Sachen, die machen wir dann, denke ich, im nächsten Stream. Wir können jetzt auf jeden Fall nochmal ins Möwendorf. Denn da gibt es jetzt gerade noch ein paar kleine, schöne Sächelchen zu machen. Erst einmal können wir noch einmal Marin antreffen. 6 Steine müssen gekauft werden. Boah, das ist so schlimm. Also wie gesagt, ob ich das mit den Kammersteinen machen will, das... Boah. Das, aber ja, das überlegen wir uns, wie wir da mit Boris Hütte umgehen. Ich hätte halt definitiv gerne alle Herzteile, das weiß ich. Und dass wir dafür ein bisschen Boris machen müssen, weiß ich auch. Aber ob wir Boris ganz durchmachen, boah. Naja. So, wie sieht es denn erstmal hier drin aus? Da ist halt der Kammerstein, ja genau. Ganz bestimmt ist jetzt in der Krankeminate der Poki. Oh, das wird auch stimmen. Das wird doch auch stimmen. Yes, da ist er. Aber, ah, schön, er ist wenigstens an der Position. Aber ja, ach, scheiße.
Na? Och. Och. Okay. Posse sagt, Boris habe ich ehrlich gesagt komplett ausgelassen. Hab's einmal ausprobiert, für nicht gut befunden und es sein lassen. Ja, okay, ich habe aber im ersten Playthrough ich ein bisschen was gemacht, deswegen weiß ich halt, dass man da bei Boris auf jeden Fall mal ein Herzteil kriegt, aber... Oder war es sogar ein kompletter Container? Ich glaube, es war sogar ein Herzcontainer. Oder war es doch ein Herzteil? Scheiße. Ja, irgendwas gab's da, egal. Und, ja. Naja. Okay, Patiko sagt 5 Versuche, 2 haben wir schon gebraucht. Backen wir den Poki am Hintern. Die Flasche, ja. Es war ein Container, siehst du? Ein ganzer Herzcontainer bei Boris, ja. Kein Teil. Und die Flasche, genau. Eben drum. Irgendwie sowas hatte ich doch im Kopf. So, wie sieht das jetzt aus? Boah, der Poki liegt aber auch schlecht, ne? Geh rein und raus, den kriegst du so nicht mehr. Ja, ich befürchte auch. Raus und rein, ja. Okay. Okay. Dann, okay. Alter, ist das schlimm. Ja. Okay, Patiko, das ist jetzt Versuch 5. Maybe. Oh, maybe. Oh. Ja! Du bist Prophetin! Du bist Prophetin! Sehr gut! Sehr gut! Genau 5 Versuche! Wow! Und die Nachbarn böllern bei Wolfka schon, die Katze findet das überhaupt nicht gut. Oh Mann, ey. Ja, nice! Ach, nice! Patiko called it, ja, absolut! Hat sie! La. Ja, der Poki kann ja, Entschuldigung Hühnchen, kann ja nur hier bei dem. Alles ist ein Dildo, wenn du mutig bist. Ja, nun, ich glaube, hier muss der hin. Halterung für Poki, yes. So, ich glaube, wir haben alle Figürchen jetzt. Ich glaube, es fehlt keine mehr. Wir haben es geschafft. Ich kann auch mal Kontrollgang machen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das sehr gut aussieht, wie wir die Figürchen alle haben. Das ist doch schön. Ja, das ist sehr schön. Das sieht gut aus, okay. Und dann gab es ja bloß noch bei Madame Miu Miu und bei Ulrira. Eine fehlt noch, die gibt es aber erst nach dem Ei. Ah ja, okay. Hier. Komet. Stimmt. Stimmt. Ja, Komet freut sich und begrüßt uns. Lalalalalala. Es geht eigentlich geht's total gegen die Logik des Spiels, dass man hier, nachdem man im Ei war, noch überhaupt irgendwas machen kann. Das ist irgendwie. Ja. Nicht sehr. Passt nicht so ganz. Naja. Marin. Du hast mir das Leben gerettet, Jo. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für uns gewünscht.
was ich mir gewünscht habe? Das wird nicht verraten. Die Beziehung zwischen den beiden ist so tragisch. Mau. Ja, ihr Lieben. Das war heute wieder sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Jo ist müde. Und ich würde fast sagen, wir können im nächsten Stream, der wahrscheinlich der finale Abschiedsstream für dieses Projekt werden wird. Mal gucken, wir werden anfangen, uns nochmal die Zaubermuschel in den Stromschnellen zu holen. Den Herzcontainer bei Boris, den möchte ich eigentlich schon haben. Und ja, dann geht's hier vielleicht auch schon ins Finale. Was? Ja, doch. Und ein gewisses Buch in der Bibliothek hier. Erinnert euch an den ersten Part. Es gab da noch ein Buch, das wir nicht lesen konnten. Ich denke, das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Das passt dann eigentlich ganz gut. Aber ja, Leute, nice. Wir haben hier richtig, richtig fett Zeug gesammelt. Und wow, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo ich mir gerade noch mal unsicher bin, wenn es jetzt noch den man kann es ohne Buch machen, weil es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Variationen es gibt. Im Original waren es, glaube ich, 3 verschiedene Wegmöglichkeiten. Und das Spiel hat immer zufällig eine davon ausgewählt. Und wenn man die 3 kannte, dann konnte man es auch mit Trial and Error quasi ausprobieren. Ja. Ja. So, also ich glaube, man konnte die Herzen da oben so voll machen, dass das wirklich 2 saubere Reihen sind. Und es könnte sein, dass wir, wenn wir die Stromschnellen jetzt mit dem richtigen Timing abschließen, dass wir dann dort eben tatsächlich da nicht ein Herzteil kriegen, sondern einen vollständigen Container, glaube ich mich zu erinnern. Und wir kriegen eben bei Boris den Container. Und dann ergibt das, nämlich auch Sinn, dass uns jetzt noch 2 Teile fehlen. Weil ich glaube nicht, weil wir haben ja, wenn ich gerade noch mal ins Inventar gehe, da. Das würde ja andernfalls bedeuten, dass wir hier noch einen Container kriegen, eben bei Boris, und uns dass uns da noch 4 Herzteile fehlen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben alles echt gründlich durchsucht. Ich glaube, wir kriegen den Stromschnellen. Alle Herzcontainer kommen bei Boris. Ach, kriegt man sogar noch 2 bei ihm. Wie gesagt, ich war auch kein großer Fan von Boris. Dann war es, okay, dann war es kein Herzcontainer, dann war es eine Muschel. Weil man kriegt definitiv einen Preis, wenn man eben diese Schnellschnellen innerhalb einer sehr guten Zeit schafft. Und das war mehr als nur irgendwie. Dann war's eine Zaubermuschel. Okay. Naja. Nice. Leute. Passt erstmal. Wir haben gespeichert. Okay, ich kann das Spiel beruhigt beenden. Link's Awakening, Part 7345. Wir haben die Kombination. Ach ja. Cool. Boah, wenn ein Böller vor dem Fenster wackelt. Oh Mann, ey. Diese Böller-Leute da. Katastrophe. Vor allem, jetzt sind das ja eben, wie gesagt, Böller aus dem Ausland. Nicht, gerade schon vergessen wieder, wie diese Institution heißt, die das in Deutschland prüft und genehmigt und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist das, was man sich da jetzt so kaufen kann, tendenziell gefährlicher. Und das ist nicht so schön. Okay, ihr Lieben, das war schön. Und ich freue mich. Ich freue mich jetzt auf mein Bett, zusammen mit Schatzi. Kann gerade noch mal gucken, wollen wir
Wollen wir noch raiden oder nicht? Ich guck mal gerade, wer so da ist. Ich schau mal schnell, wer so da ist. So. Schau mal schnell, wer. So. Gronkh, genau. Wir raiden zu Gronkh mit 19.500 Zuschauern. Mhm. Holy LP. Okay, also in meinen Vorschlägen sind MaxiFairTV, Super Mario World, 24 Stunden Dauersterben, Fails und grandiose Planlosigkeit. Holy shit. Was macht der denn? Der Gary Live, sagt ihr? Okay. Hatten wir den, glaube ich, sogar schon mal geradet. Irgendwie wirkt der Name gerade vertraut. Aber okay. Vielleicht ja auch nicht. Der Gary Live. Machen wir das hier gerade mal auf. Hat, sagtet ihr, einen Zuschauer. Dann werden das jetzt ja gleich ein paar mehr. A Way Out wird gespielt. Muss ich jetzt hier einen Stressanzettel oder was? Ja, okay. Gut. Dann gucken wir da doch mal hin. Also. Raiden. Der Gary Live. Alles klar. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen ab 20 Uhr und dann werden Marlies und ich gemeinsam mit euch ins neue Jahr feiern. Feiern werden wir nicht. Ich freue mich auf jeden, der morgen dabei ist. Das wird bestimmt richtig schön. Ja, wie gesagt, es gibt auf YouTube dieses Mal auch wieder einen Ankündigungstrailer dafür. Habe ich heute gemacht. Und ja, also Korken knallen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und jetzt drücke ich auf Raid für Gary. Dann könnt ihr eure Bereitschaft quasi da oben angeben. Beziehungsweise, ja, ihr wisst schon. Wir haben ja schon häufiger geradet. So, wie viele kommen mit? 12. Naja, von 1 auf 12 ist doch auch schon mal was. Dann macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich. Das wird richtig schön. Und ja, dann gute Nacht und bis morgen. Ciao.